ist die Nervosität? Was ist einen Tag vorher so kribbelig im Körper? Eigentlich gar nichts mehr. Also kribbelig ist es, solange wir noch nicht wissen, was passieren wird. Aber wir wissen natürlich alles. Und jetzt haben wir uns vorbereitet und jetzt steht's. Und jetzt möchte ich auch, dass es losgeht. Zum Glück steht ja nicht einer von euch alleine da oben. Rudi hat dich, du hast Rudi. Wie wichtig ist er für dich? Also wenn ich in Ohnmacht falle, habe ich einen, der mich auffängt. Es ist aber in der Tat eigentlich fast schwerer zu zweit, weil man sich natürlich auch auf den anderen verlassen muss. Aber das Gute ist, da steht ja Rudi und nicht irgendjemand. Also wir machen es jetzt so lange zusammen. Also ich kann mich auf ihn blind verlassen und ich glaube, er verlässt sich auf mich auch auf blind. Also das ist meine geringste Sorge. Ich finde es toll, dass ich es mit ihm zusammen machen darf. Er hat dich Anker genannt. Anker. Du bist ein Anker. Ja, er ist mein Schätzelein. Das war ein Riesensportjahr. Olympische Winterspiele, Paralympics, Fußball-WM, dann European Championships zum ersten Mal, Triathlon. Was war für dich der Sportmoment des Jahres? Ach, da gab es so viele. Es ist eigentlich gemein, da einen hervorzuheben. Also ich bin zunächst mal ein großer Olympia-Fan. Pyeongchang war ganz toll. Aber mein persönlicher Moment des Jahres war der Ironman Hawaii. Ich war das erste Mal bei dem Rennen live dabei. Und ich habe mir das vorher immer schon im Livestream angeschaut, nachts auf dem Sofa in Deutschland, weil mich das einfach sehr, sehr fesselt, diese Sportart. Man kann aber erst abschätzen, was die dort leisten, wenn man diese Bedingungen dort selber auch spürt. Es ist unvorstellbar, was die machen. Und deswegen würde ich sagen, das war mein Moment. Was war so der schwärzeste Moment aus deiner Sicht in dem Jahr? Also ich war ja bei der Fußball-WM in Russland und ich durfte das deutsche Team begleiten. Und wir sind ja dann relativ schnell wieder nach Hause gefahren. Also dieser Moment in Kasan, als es dann feststand, das war schon hart. Also ich bin dann 2 Wochen früher als geplant nach Hause gefahren und hatte dann 2 Wochen frei. Aber ich wollte gar nicht 2 Wochen frei haben. Ich hatte mich gefreut auf diese WM und auf tolle Spiele. Und dann war da auf einmal so schnell Schluss. Also das war schon schade. Jeder Fußballspieler hat einen Spleen. Mit links geht er erst zum Beispiel aufs Spielfeld oder macht sich rechts die Schuhe zu. Hast du auch einen Spleen als Moderatorin vor der Sendung, was wir gar nicht sehen hinter den Kulissen? Nee, also Moment mal, lass mich mal überlegen. Ziehst du dein Kleid in der richtigen Reihenfolge an? Ich ziehe es richtig rum an. Das hilft manchmal. Nee, ich hab keinen Spleen, aber ich bin ja in dem Sinn auch nie Hochleistungssportlerin gewesen. Das ist bei Rudi anders. Rudi hat einen Spleen und ich bin einfach nur ich.